Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Seid herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gartenrundgang vor, aber ein bisschen anders als sonst. Ich möchte jetzt noch mehr auf das eingehen, was man jetzt gerade so im April machen kann, weil es viele Menschen gibt, die gerade in ihre Gärten finden und auch die jetzige Zeit natürlich so ein Garten, Kleingarten, Schrebergarten, wie auch immer, verdammt wichtig ist und wertvoll für jeden Einzelnen, der die Möglichkeit dazu hat. Ja, was habe ich vor mir? Beete, 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 beete. Und Beete könnt ihr ja gerade im Moment richtig gut vorbereiten. Außerdem könnt ihr Sachen aussehen. Ihr könnt Pflanzen in die Anzucht bringen. Das habe ich nämlich gerade auch wieder gemacht. Da möchte ich auch nachher hinkommen. Und zwar drüben im Gewächshaus. Die meisten wissen das ja. Habe ich wieder einiges ausgesät. Und da ist auch wieder ein bisschen was dazugekommen. Hier vorne ist überall ein bisschen was dazugekommen und das möchte ich euch einfach mal im Detail zeigen. Gut, dann legen wir einfach mal los und genau an dieser Stelle werde ich loslegen. Hier ist nichts Neues passiert, außer Erdbeeren reingekommen, die müsste ich aber schon gezeigt haben. Hier vorne habe ich eine Erdbeere drin, die ich aus einem anderen Topf gerettet habe. Ich habe ja in vergangenen Videos da schon mal gefragt, im Winter noch, was das sein könnte. Und das hat sich auf jeden Fall zu einer Erdbeere entwickelt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, welche das ist. Ich hoffe ja, dass nochmal so eine gelbe durchkommt oder eine Moschus-Erdbeere, also so eine weinrote. Das wird auch die Zukunft sein. Da bin ich einfach mal gespannt. Oder es ist eine von den ausgesäten Wildbeeren. Gut. Ja, hier vorne rechts, da habe ich jede Menge rote Beete, bunte Beete, verschiedene Farben ausgesät. Das ist so eine bunte Mischung. Das ist jetzt hier überall drin. Da vorne, da ist blumenmäßig ein bisschen was reingekommen, eher da in der Ecke. Ich wollte da ein bisschen Platz lassen, dass da nachher noch andere Kräuter rein können. Hier vorne ist noch ein, ja, was war denn das? War das Koriander, was da irgendwie weiterkommen möchte? Hier ist die Erde allerdings nicht so toll gewesen. Ich habe gemerkt, die speichert noch nicht so viel Wasser. Also da wird sich irgendwann noch mal was tun. Ich habe ja gesagt, Sonnenfalle, die hinter mir speichert Wärme, gibt Wärme ab. Und somit sind die Beete oder die Bereiche hier in der Ecke, das ist ja für mich ein ganzes Beetsystem, sind die natürlich wärmer und da muss ich dann mit der Zeit noch was tun, was heißt muss, ne? Kann. Spannend. Okay, da vorne ist nichts passiert, außer da hinten. Und das könnt ihr sehen, da hopsen wir mal rüber. Hier vorne habe ich verschiedene Sachen ausgesät. Das waren Töpfe, die waren eigentlich im Gewächshaus. Ich musste aber ein bisschen auf den Platz achten und ja, habe sie dann vorhin hier reingetan. Ich habe ja ein bisschen Anzucht betrieben und der Platz war dann wichtiger. Bei diesen Pflanzen mache ich mir keine Sorgen, dass sie auch draußen was werden. Was habe ich hier? Petersilie, Gigante, drei Pötte und dann habe ich noch drei Pötte mit Liebstöckel. Denn Liebstöckel hatte ich dieses Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr schon. Und so richtig viel habe ich davon nicht gehabt. Vorletztes Jahr, als das Ding frisch da reinkam, schon, aber es ist nicht wirklich gewachsen und ich weiß gar nicht, was aus dem Ding geworden ist. Es ist irgendwann auch in Vergessenheit geraten. Ja, ist nicht durchgekommen. Deswegen, neuer Liebstöckel hier. So, und da vorne habe ich einiges ausgesät in Sachen Radieschen und Möhren und da hat sich einiges getan, das werde ich euch jetzt zeigen. Hier kommen überall Radieschen raus. Radieschen, Radieschen, Radieschen. Auf der Seite auch. Da an anderen Stellen sehe ich das auch noch. Ihr könnt sehen, die ersten Blätter und hier sind ein paar mehr auf einem Fleck. Ja, aber das entwickelt sich schön, da freue ich mich. Und wenn das nachher alles ein bisschen größer wird, dann eignen sich solche Beete auch zum Mulchen. Also Beete vorbereiten, wenn ihr größere Pflanzen habt, seht zu, dass ihr mulcht. Ich bin gerade auch in der Situation, dass ich sehr viel Wasser sparen muss, weil kaum Wasser da ist und ich noch ein paar Wochen durchhalten muss. Ich glaube einfach mal daran, dass das irgendwie gut geht. Ich habe hier sehr nette Unterstützung aus dem Schrebergartenverein. Da haben Leute Wasser angeboten, weil die da noch Wasser in den Tonnen haben. Ich habe ja noch nicht so viel zum Auffangen, da werde ich aber dieses Jahr definitiv was dran ändern. Bin ich auch schon bei. Ja, das entwickelt sich toll. Ich freue mich. Radieschen, Radieschen, Radieschen. Da habe ich ja Eiszapfenradieschen und diese runden, größeren. Ja, bin gespannt. Und irgendwo zwischen sind dann auch noch Möhren. Ja, sonst ist noch nichts zu sehen. Wenn es da wieder was zu zeigen gibt, dann stoße ich euch drauf. So, und hinter mir alles schon gemulcht. Das ist das, wovon ich geredet habe. Gestern habe ich hier nebenan auch noch mal Rasen gemäht. Deswegen ist es hier ein bisschen frischer. Ist so in drei Gängen passiert. Da könnt ihr sehen, das ist älter. Das ist natürlich schon das ganze Grün raus. Das wird sich hier auch so entwickeln. Fängt natürlich auch schon an. In der Mitte habe ich eine kleine Plattform. Und unter diesem ganzen Dickicht ist sehr viel Erde. Und meistens in so einer Tiefe liegen dann die Kartoffeln. Ja, alles voll schon. Das ist soweit fertig.
Bei den Umrandungen, das hat man in der letzten Zeit schon gesehen, habe ich Totholz und Steine verwendet. Das gefällt mir richtig gut, auch so diese Höhe, weil das ist ja schon, ja, wenn man die Mulchschicht wegnimmt, so ein Stück Erde obendrauf, mehr als normal. Das Ganze wird natürlich absacken. Ich habe das ja alles so gestaltet, ja, dass das locker ist. Ne? Ich habe die Beete locker gemacht, Kartoffeln rein und so. Und ist das klar, dass es irgendwann ein bisschen kleiner wird, ja. Und der Boden wird ein bisschen das Mulchmaterial fressen. Ja, das freut mich. Also richtig schöne Schicht. So kann es weitergehen. So, und hier nebenan, da hat sich auch einiges getan. Gehen wir da mal rüber. Ja, richtig schön. Also hier kommt einiges. Das sind die dicken Bohnen. Da vorne habe ich eine kleine gelbe. Die ist heute aus dem Boden geschossen. Also ich bin jetzt etwas über 2 Stunden hier. Jetzt sieht die schon so aus. Vorher war sie gerade auf dem Boden. Ich habe ein kleines Stück Erde weggenommen. Aber so baut sich das auf. Ja, könnt ihr mir sagen, warum das Ding gelb ist und nicht grün wie die anderen? Hat das vielleicht mal zwischendurch zu wenig, ja, Wasser abgekriegt? Könnt ihr mich da vielleicht aufklären? Ich habe mit dicken Boden noch keine Erfahrung gesammelt und da habe ich keine Ahnung. Also am Wasser kann es nicht liegen, war noch nicht draußen. Ja, hier ist es auch zu sehen. Vielleicht waren das ja frostige Temperaturen, weil auf der Ecke keine Erde ist. So viel meine Spekulation. Oh, ich habe gerade entdeckt, dass ich vielleicht gegen mein Mikro gekommen bin. Ich werde mal ein bisschen darauf achten. Es tut mir leid, falls es da Störgeräusche gab. Ja, wunderbar. Ein paar fehlen noch, ein paar Lücken gibt es. Mal gucken, ob die auch noch kommen. Aber haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier könnt ihr das wunderbar sehen. Der Unterschied, richtig schön grün. Das ist die gleiche Ecke und hier dieses gelbe Pflänzchen. Ja. Dicke Bohnen. Richtig toll. Also da bin ich gespannt, weil die hat mir Momo letztes Jahr einmal zum Probieren gegeben und hat mir richtig gut gefallen. Jetzt gehe ich hier nochmal an eine andere Ecke. Übrigens, der Platz, den habe ich letztes Jahr noch gar nicht so genutzt, aber dieses Jahr schon. Und das ist richtig, richtig schön hier zu sitzen. Kann ein bisschen mit den Zaungästen kommunizieren. Ja, aber warum ich hier sitze oder hier hingegangen bin, das ist letztendlich das. Und dieses Beet, das habe ich ja schon gezeigt, da gibt es verschiedene Malven. Ich bin mir gerade unsicher, in welches Video das geflossen ist. Ich habe ja auch zuletzt zwei, da kommt der Momo wieder. Hallo Momo! Ich habe ja zuletzt auch 2 Livestreams gemacht. Na, geht's dir gut? Gut, danke. Schön, das freut mich. So, hier auf der Ecke noch zum Kartoffelbeet habe ich 2 Behälter fertig gemacht mit Pflänzchen. Die habe ich von meiner Mutter gekriegt. Blutampfer, Knoblauchschnittlauch und die Pimpinelle, auch Wiesenknopf genannt. Ja, da die Minze hat einen ganzen eigenen Pott gekriegt. Habe ich einfach mal zusammengewürfelt, freie Schnauze, keine Ahnung, ob die sich vertragen. Wird sich mir schon zeigen. Auf jeden Fall standen die da vorne zusammen, da mochten sie sich auch. Vielen Dank, Mutter, nochmal für diese schönen Pflänzchen. Das hatte ich vorher schon, die kamen wie gesagt von ihr. Ja, hier in dem Bereich habe ich auch noch einiges vor. Ich habe mir gedacht, hier mache ich noch Beete rein. Also hier lasse ich mir noch irgendwas einfallen, wie das am Ende aussieht. Lasst euch da überraschen. Ich wollte ja erst viel mehr Kartoffeln, aber ich glaube, das reicht alles. Ne? Es gibt noch ein paar Kartoffeln, Delikatesskartoffeln, die möchte ich noch haben. Und die rote Emily, die ist noch nicht im Beet. Und die rote Emily ist eine Kartoffel, die mir sehr, sehr gut geschmeckt hat. Mag ich nicht eintauschen, möchte ich weiter haben. Habe ich da aber noch nicht drin. So, hier ist es fertig. Und die Kamera, die sitzt gerade... Ups, nee, nicht sitzen. Ich sitze jetzt, ich habe an Sitzen gedacht. Diese Kamera steht neben der Wasserstelle. Da habe ich ja zuletzt ein Video gemacht, ein bisschen gebastelt, ein bisschen gebuddelt, getüftelt, gebaut. Und ja, das ist ein paar Schritte weiter. Ich wollte eigentlich auch noch mal da ein eigenes Video machen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ich lasse das jetzt heute hier einfließen. Mal begleite ich das, mal werde ich euch vor vollendete Tatsachen stellen. Im Moment hat das jetzt einen Zustand erreicht, mit dem ich sehr zufrieden bin, habe aber noch viel mehr vor. Gewisse Gadgets, ich möchte natürlich auch Schwamm und Sachen unterbringen, möchte eine Ablagefläche haben. Alles, was man da halt so braucht, das wäre ganz sinnvoll. Ablagefläche auch, weil ich hier bestimmt mal Geschirr spülen möchte. Na? Übrigens zum Geschirrspülen im Garten eignet sich Asche. Asche ist wunderbar, um Geschirr sauber zu kriegen. Auch noch ein Tipp von mir. Ja, das sind so Sachen, die ihr machen könnt hier. Die Wasserstelle. Das ist sie, gefällt mir immer mehr. Ich habe ja wunderbare Tipps gekriegt hier für
die Stelle, dass ich dann Brunnen anlegen könnte. Und genau diese Gedanken hatte ich auch. So wie es ist, wird es nicht bleiben. Ich möchte das noch verkleiden, weil das mit dem Plastik sieht ja natürlich nicht so schön aus, da von dieser Maurerwanne oder wie sich das schimpft. Ja, das Dach ist drauf gekommen. Ich habe das ja schon ein bisschen gespoilert in dem Video. Wer das übrigens verpasst hat und vielleicht mich ein bisschen beim Tüdeln und Töfteln erleben möchte, ich werde mal euch oben rechts das Video verlinken. Ja, und hier gibt es noch ein paar tolle Details, die möchte ich euch vom Nahen zeigen. Aber eins möchte ich euch jetzt erstmal aus der Ferne zeigen. Ein kleiner Sperrmüllfund, der kommt gleich. Hier vorne hängt ein zweiter. Ich sammle ja ganz gerne mal was aus dem Sperrmüll und ja, verwende das in meinem Garten. Ich denke, wir werfen ja viel zu viel weg. Hier vorne steht übrigens Brennnesseljauche, ist noch voll. Habe ich gestern reingeguckt, sieht richtig gut aus. Also wenn man das regelmäßig umrührt, das ist noch aus dem letzten Jahr, dann kann man das auch noch verwenden. Ich habe da einfach ein gutes Gefühl mit und mache das auch weiter. Ja, Wasseranschluss. Ich hoffe ja auf Wasser. Ich habe gerade schon vorher erwähnt, dass Wasser gerade rar ist. Also ich habe gar nichts mehr. Das Ding ist leer. Na gut, hinten ist vielleicht noch zwei Gießkannen. Das war es auch. Dann ist echt Schluss. Ich hole mir dann Wasser immer aus dem anderen Garten. Das mache ich auch schon, um meine Beete zu gießen. Deswegen ist es im Moment größtenteils trocken. Wir haben ja auch nachmittags. Man sollte ja früh morgens oder abends gießen. Ich glaube, früh morgens war am besten, nee, abends war am besten. Ach, ich weiß das nicht mehr. Ich mache beides gern und ich mache auch mal über Tag, wenn ich jetzt nicht direkt Wasser auf den Pflanzen lasse und es nicht zu warm ist. Also jetzt geht es gerade noch, aber so wie gestern 22 Grad, da ist ein bisschen schwieriger, würde ich das auf jeden Fall lassen. So, Details habe ich euch versprochen. So, und für Details haben wir ja hier einmal einen Sperrmüllfund. Das ist eine Schaufel. Ich werde sie mal kurz abhängen, dass ihr das besser sehen könnt. Ja, könnt ihr das erkennen? Ich glaube, das ging schon ganz gut so. Also, eine Schaufel mit Thermometer in der Mitte. Wir haben jetzt im Moment im Schatten 21 Grad. Wunderbar. Echt? 21 Grad? Wow, bin überrascht. Ist doch wärmer. Wahrscheinlich hier Wärme von den Steinen. Nö, das hält sich in Grenzen. Das muss ich mal überprüfen, weil eigentlich sollten wir 18 Grad haben. Aber vielleicht ist heute doch wärmer als angekündigt. Das sind ja immer nur Wahrscheinlichkeiten. Dann habe ich hier so ein Deko-Element gefunden. Nur ein Wasserhahn mit so einer Halterung hier unten. Da möchte ich ein bisschen was draus basteln. Und ist nur ein Dekoartikel, ist unten zugeklemmt, ist oben zugeklemmt und ja, passt auch wunderbar hierher und hat in einer wunderbaren Zeit zu mir gefunden. Also passender geht's nicht, die Schaufel mit Thermometer hier dran und das Teil dann nachher. Ich denke mal, das wird so ein Aufbewahrungsding für ja, Schwämme und so weiter. So, und in dem Bereich habe ich so Bretter angebracht, an beiden Seiten noch so kleine Holzstückchen eingebracht, alles schön verschraubt, festgemacht, also das ist richtig fest. Wenn die Dinger hier erstmal abgesackt sind und das richtig, richtig fest ist, dann muss ich die Erde ja noch komprimieren, wir hatten keinen Regen. Und ja, hier möchte ich irgendwie Ablageflächen drauf haben, wie auch immer ich das nachher anstelle, vielleicht hier was drunter hängen. Ja, der Gartenschlauch hat seinen Platz schon gefunden, das freut mich mega. Ja, Gießkanne hier an der Seite, gefällt mir optisch noch nicht so gut, gar keine Frage, also Plastikfan bin ich ja noch nicht. Die Tonne hier vorne und die ja, Gießkanne. Das wird nochmal was sein. Entweder Tonne irgendwie verkleiden noch, dass ich hier irgendwas hinbaue. Ich bin zwar bunt, aber Plastikbunt ist nicht so meins. Ja, und für die Gießkanne, da kann ich dann auch nochmal irgendwann mal eine Zinkgießkanne anschleppen. Wird schon irgendwie zu mir finden. So lange träume ich davon. Ja, hier habe ich noch eine Sense drin. Das ist die aus dem Vorjahr. Die hat auch schon bessere Zeiten gehabt. Hat auch Regen abgekriegt und so. Ich habe da ja noch nicht so wirklich die richtigen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Eine zweite ist hinten, eine gute noch. Ich weiß nicht, ob solche Sachen hier dann noch irgendwie einen Platz finden oder so eine kleine Schaufel. Obwohl, im Grunde genommen kann ich auch die benutzen, wenn ich im Beet mal eine brauche. Aber ich denke schon an was Sinnvolleres. Ja, also so viel hierzu. Ich bin schon sehr zufrieden, soweit wie das jetzt ist. Hier möchte ich abdeckungsmäßig unten dann noch was haben. Und ja, aber soweit kann das erstmal bleiben. Irgendwann geht es dann weiter. Und dann werde ich euch natürlich dran teilhaben lassen. Gut, da hinten hatte ich Blumen ausgepflanzt, Kartoffeln, alles habe ich euch gezeigt. Hier hinter mir ist auch viel passiert, das möchte ich euch auch noch zeigen. In dem Bereich hier eine sehr magere Stelle, also habe ich nicht groß beschickt mit, oder nicht groß, ich habe es noch gar nicht beschickt irgendwie mit Nährstoffen, sondern es ist einfach immer frei gewachsen. Ich habe hier jede Menge Saatgut rein für Blümchen, also es wird hier auch eine Hotspot-Stelle. Ja, Schachbrettblumen, immer noch keine zu sehen. Hier ist auch jede Menge Saatgut drin. Auch Blärmis dazwischen, also Blumen dazwischen. Hier in der Mitte nichts. Hier habe ich Blattpetersilie und da hinten Knoblauch. Ja, Sellerie habt ihr gesehen. Gut, hier wie ihr sehen könnt, habe ich auch gemulcht. Bei dem Mulch da hinten und bei diesem habe ich
effektive Mikroorganismen mit eingebracht. Es wird ja gesagt, wenn man mulcht mit Rasenschnitt und so und da viel übereinander hat, kann das schimmeln. Das kann ich bestätigen. Allerdings mit effektiven Mikroorganismen kann man das Ganze umgehen. Habt ihr ja auch schon einiges zu gemacht, wie man effektive Mikroorganismen vermehrt. Das werde ich in Zukunft irgendwann nochmal zeigen. Hatte ich schon viel früher vor, aber die Dinge entwickeln sich halt, wie die Dinge sich entwickeln. Und ich bin glücklich mit allem, so wie es ist. Damit bin ich auf jeden Fall richtig, richtig glücklich. Knoblauch sieht super aus. Okay, hopsen wir weiter. Hier beim Rosenkohl gehe ich gerne mal naschen. Die Blätter kann man ja auch essen. Wunderbar. Viele warten natürlich, bis es ganz so größer ist, aber ich nasche ja gerne. Also für mich perfekt. Rosenkohl nutze ich also weiter. Die können hier beim ab, die knistern und knastern. Beet ist soweit frei. Ich habe euch jetzt noch mal ein bisschen weiter rausgezoomt. Ich wollte eigentlich weiter hopsen, aber ich habe was vergessen. Und zwar am Rand einmal längs habe ich Erbsen ausgesät. Hier sieht es immer noch wunderbar aus. Also das entwickelt sich alles wunderbar, was da unter ist. Ich habe natürlich noch viel Sand und alles befindet sich im Aufbau. Aber hier ist auf jeden Fall ein Stückchen mehr drin. Gefällt mir viel, viel besser. Und ich denke, im Jahr wird er auch noch einiges reinfinden. Vor allen Dingen, weil hier dann nachher auch gemulcht wird. Und unterm Mulch tobt einfach das Leben. Beim Kiholbeet, Salat wird immer größer. Hier hätte ich ja Feldsalat ausgesät. Da vorne habe ich irgendwas noch, ich weiß nicht, Petersilie oder irgendwas rein. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. So passiert das ab und zu manchmal im Garten. Ich freue mich dann nachher, was haben wir hier denn? Oh, das sah ein bisschen künstlich aus wie Styropor. Ist es aber nicht, das ist von der Sonnenblume. Hier habe ich ganz viel davon drin. Ja, ansonsten gibt es hier nicht so viel Neues. Nicht umschau, alles wächst und gedeiht. Gehen wir an den nächsten Ort. In der Mitte befindet sich auch noch Knoblauchschnittlauch. Ich habe auch da drüben was vergessen. In der Sonnenfalle sind die auch reingekommen. Das muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. In der Sonnenfalle ist auch Oregano reingekommen, zweimal. Na, warum nicht da Plastik? Einmal zur Seite. So. Hier vorne haben wir Weizengras und Kresse. Und die möchte ich euch einmal von nahem zeigen. Da es wächst. Hier ist Kresse zwischen. Hier hinter auch, hier in dem Bereich überall Kresse. Hier habe ich die Sommergerste und die hat den Ort, den Platz angenommen, wächst hier ganz fröhlich. Ach, wie freue ich mich. Die schießen alle aus dem Boden und sehen wundervoll aus. Hier liegen auch noch überall die Samen. Die waren auch größtenteils eingehakt. Die, die oben sind, sind natürlich nichts geworden. Naja, vielleicht irgendwann später noch. Ja. Ach, schön. Jetzt zeige ich euch doch noch schnell die Sonnenfalle. Hier einmal Knoblauchschnittlauch, Oregano und hier hinten auch nochmal Oregano. Dann da könnt ihr wunderbar sehen, da unten, da kommen die nächsten Blätter vom Rhabarber, da unter auch. Das finde ich dieses Jahr ganz spannend, richtig, richtig schön. Guck mal, ich dachte, was kommt da denn? Aber es sind die Blätter, die sich so aus dem Boden holen quasi. Wunderschön, richtig schön. Wunderschön. Ein Blick in mein Hochbeet. Hier bin ich immer fleißig am Naschen, erzähle ich ja jedes Mal, wenn ich hier bin. Potluck weiterhin richtig schön am Wachsen und man sieht auch schon die Blüten. Also kommt was, da werde ich nachher auf jeden Fall Saatgut ernten. Die hinteren lasse ich jetzt auch mehr in Ruhe. Vorne nasche ich auch Blüten und so weiter mit. Und mir geht es immer noch gut. Also Blüten kann man definitiv mitessen. So, das soll es von hier gewesen sein. Ich habe euch noch versprochen, rüber zur Anzucht zu gehen. Denn da wartet einiges, was ich euch auch noch zeigen möchte. In der Anzucht findet ihr dann nochmal die Pflanzen, die ihr bei euch dann nochmal aussehen könnt. Es ist noch nicht so spät. Ihr könnt mit allem noch fortfahren. Und ihr könnt auf jeden Fall einiges aussehen. Ob im Freiland, ob in der Anzucht im Gewächshaus wie bei mir bzw. beim Herbert, wo ich das machen darf. Ja, die anderen Aussaaten habe ich euch gezeigt, also hopsen wir mal rüber. Heute habe ich irgendwie den Hopser drin, ne? Irgendwie hops, hops, hops. Oh, hier Gartentor, habe ich auch ein bisschen rumgefeilt. Fällt mir gerade ein. Hier, aber das ist noch nicht fertig, ein andermal. Gehen wir mal rüber. Das Ding hat den Sturm auch überstanden, den letzten. So, nun bin ich beim Gewächshaus. Hier hat Herbert seine Erdbeeren und hier rechts erwartet schon eine Menge auf euch. Ich nehme euch mit rein, weil Tür offen lassen ist nicht. Das sind meine Anzuchtplatten. Hier schon jede Menge los. Das ist heute reingekommen. Das ist gestern reingekommen oder vorgestern. Hier schon vorher jede Menge Tomaten. Ich möchte euch das zeigen. Einmal vom Nahen und euch natürlich mit Namen auch sagen, was jetzt wirklich rausgekommen ist. Achso, hier hinten haben wir noch ein paar Kräuter, die kann ich schon mal vorwegnehmen. Rotes Basilikum, Oregano, jetzt haben wir hier noch Buschbasilikum. Punkt. Puh, ist das warm hier drin. Echt krass, was haben wir denn? 33 Grad, okay. Hier könnt ihr wunderbar sehen, der
Azurstar, Kohlrabi, da sind einige noch gekommen. Beim Blumenkohl immer noch nichts zu sehen, außer Unkraut, Beikraut. Salat kommt ein bisschen mehr, auf jeden Fall mehr als vorher. Alles Sachen, die ihr noch aussehen könnt. Ja, wo fange ich denn an? Da haben wir Andenbeere, die Physalis, die könnt ihr aussehen. Chili, Pepinos. Dann haben wir hier, was ist denn das? Paprika, genau. Ja, also Tomaten, Tomaten, Paprika, alles so diese Ecke. Und hier hatte ich ein bisschen anders beschriftet. Tomaten, 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 Violette, Artischocke dazwischen. Die Zuckerbosch, die ersten, die kommen hier schon raus. Wunderbar. Also ihr könnt das sehen, da passiert einiges. Oh, ist das warm hier, das ist ja wie in einer Sauna. Ja, und hier, wie gesagt, noch nicht ein Pflänzchen zu sehen. Und das werde ich euch jetzt vorlesen, ohne dass ich das Ding in der Hand habe. Das ist nämlich nicht förderlich. Schon steht der Schweiß. Naja, so ist das. Hier haben wir verschiedene Maissorten. Schwarzer Mais, roter Mais, grüner Mais. Da haben wir bunten Mais. Hier habe ich den Zuckermais Sugrano. Nee, Soprano, genau, vom lieben Nils. Den werde ich mal oben rechts verlinken. Vielen Dank nochmal für das Saatgut. Werde ich hier verbreiten. Dann haben wir hier einen Kürbis, Zuckerhut, Zucchini. Auch wieder Physalis. Der Kürbis ist ein Patterson, wenn man den so ausspricht. Zucchini, Castatis, Romanesco, genau. Die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Man schwitzt, ich hätte eine kurze Hose anziehen sollen. Ich habe vorhin dicke Klamotten an. Ja, so ist es. Hier habe ich eine Reihe Prunkwinde, Salatgurke, Tanja, Zucchini, Tripoli, Marionella, Löwenohr habe ich noch Saatgut gefunden. Das wollte ich nochmal probieren. Löwenohr, Löwenohr. Hokkaido-Kürbis, nochmal Hokkaidos, Hokkaido-Red Curry, keine Ahnung, ob das vielleicht alles die gleichen sind, wird sich zeigen. Oh, jetzt nämlich habe ich schon das erste Kilo abgenommen, würde ich sagen. Dann haben wir Robelia-Zwiebeln. Da war ich mir unsicher, ob das beide waren, das wird sich nachher zeigen. Kann auch sein, dass es zweimal Stuttgarter Riesen sind, da habe ich ein bisschen die Tütchen vertauscht, kann auch mal vorkommen. Also hier Stuttgarter Riesenzwiebeln und hier rote Große, also sind alles rote Große. Dann, was haben wir da hinten? Da haben wir hier einmal zwei Reihen Luffergurke, dann haben wir Weißkohl-Türkis. Müsste ich auch vom Gartengemüsekiosk gekriegt haben, da habe ich ein bisschen Saatgut bestellt. Dann haben wir den Rosenkohl draußen, Palmkohl, auch eine ganze Reihe, Schlangenhaargurke, Zucchini Allgreen, Zucchini Zuboda. Ja, ich hatte letztes Jahr eine hellere, da war das zweite Kilo Schweiß weg. Hä? Ich muss gleich was trinken. Ich hatte letztes Jahr eine Zucchini, die mir richtig gut gefallen hat. Ich habe dazu kein Saatgut mehr gehabt und ich habe es auch nicht wiedergefunden. Ich muss mal in mein Saatgut-Tütchen nochmal rumstöbern. Die fehlt mir dieses Jahr, aber die werde ich nicht vergessen. Die hole ich mir auf jeden Fall wieder. So, jetzt komme ich zum Ende, bevor ich da hinschmelze und vom Knochen falle oder vom Knochentriefe. Für alle, die noch kein Abo dagelassen haben, ich würde mich freuen, wenn ihr eins da lasst und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Eins habe ich noch vergessen: Wer die vorherigen Aussaat-Videos gucken möchte, der schaut doch mal vielleicht um auf die linke Seite. Ich werde euch das jetzt zum Ende einblenden. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und es hat euch irgendwie Mehrwert bieten können, für euch irgendwie voranzukommen. Ein paar Tipps, vielleicht auch nicht. Wenn ihr Tipps habt, Anregungen, Kommentare, schreibt das, was das Zeug hält. Wir können uns allen sehr gut helfen. Und ja, ansonsten sage ich an dieser Stelle, dass ich raus bin und bis zum nächsten Mal. Ich brauche ein Handtuch mit Wasser. Und weg.